geht es beruflich für Jill Ofarim weiter? Die Staatsanwaltschaft Leipzig hat gegen den Sänger und Schauspieler Anklage erhoben. Der Vorwurf lautet Verleumdung und falsche Verdächtigungen. Anfang Oktober 2021 hatte Ofarim in einem Instagram-Video behauptet, in einem Leipziger Hotel antisemitisch angefeindet worden zu sein. Ein Hotelangestellter soll ihn aufgefordert haben, seine Kette mit David Stern abzunehmen. Doch nach Befragung der Zeugen und Auswertung der Überwachungsaufnahmen ist die Staatsanwaltschaft zu dem Schluss gekommen, dass die Ereignisse, die Ofarim beschrieben hat, so nicht stattgefunden haben. Das Verfahren gegen den Mitarbeiter des Hotels wurde mittlerweile eingestellt. Dafür muss nun Jill Ofarim mit rechtlichen Konsequenzen rechnen. Und nicht nur das, auch beruflich bleibt die Anklage wohl nicht ohne Folgen. Ein RTL-Job des 39-Jährigen soll nach der Anklage auf der Kippe stehen. Die Passion? Diese Rolle sollte Jill Ofarim spielen. Am 13. April plant RTL die Passion. In dem Musiklife-Event geht es um die Darstellung der letzten Tage von Jesus Christus, zum Leben erweckt und in die heutige Zeit transportiert mit Hilfe bekannter Popsongs, wie der Sender vorab ankündigte. In die Rolle von Jesus schlüpft der erste DSDS-Gewinner Alexander Kloss. Seine Mutter Maria spielt Schlagersängerin Ella Endlich und moderiert wird das Spektakel von Thomas Gottschalk. Eine Rolle sollte auch Jill Ofarim übernehmen. Neben anderen Promis wie unter anderem Moderatorin Mareile Höppner, dem Prinz Charming von 2019, Nicolas Puschmann, oder Schauspieler und Autor Samuel Koch war Ofarim als einer der 12 Jünger geplant. Auf der RTL-Homepage wird der Round-in-Round-Interpret zwar noch als Mitglied des Casts aufgezählt. Doch sein Engagement soll nach der Anklage nicht mehr sicher feststehen. Wie Bild erfahren haben will, soll bei RTL am Donnerstag und Freitag darüber diskutiert worden sein, ob man Ofarim weiterhalten kann oder nicht. Weiter führt das Medium aus, dass man bei dem Kölner Sender stark zu einem Aus von Ofarim tendiere, eine Entscheidung soll aber noch nicht getroffen worden sein. RTL hat sich auf eine Anfrage von Watson noch nicht dazu geäußert.